Die Walfersamhalle in Kapfenberg war auch heuer wieder Austragungsort eines Fußballturnieres für Volksschulen, das alle Jahre von der neuen Mittelschule Kapfenberg-Stadt veranstaltet wird. Nach dem ersten Anpfiff ging es rund am Spielfeld, gab es doch auch in diesem Jahr wieder viele Teilnehmer. Es sind heuer 10 Knabenmannschaften aus allen Volksschulen vertreten und 3 Mädchenmannschaften, und die spielen sich in diesem heutigen Turnier einen obersteirischen bzw. einen Kapfenberger Volksschulmeister aus. Und jede Mannschaft wollte den Meister in seine Schule bringen. Aber nicht nur der Fußball ist Grund für diese Veranstaltung. Wir schauen natürlich auch für unsere Schule nicht, dass wir Talente für die Sportklasse in die neue Mittelschule Kapfenberg-Stadt führen können, und es sind auch einige Vertreter des Vereins, des KSV hier vertreten, die natürlich auch ihre Fühler ein bisschen ausstrecken und schauen nach Talenten. Wichtig bei so einem Turnier sind natürlich auch die Fans. Und hier hatten die Kicker der Volksschule Dr. Jonas Heimvorteil, fand das Turnier doch in ihrer Halle statt. Die neue Mittelschule Kapfenbergstadt konzentriert sich aber nicht nur auf Fußball, auch andere Sportarten finden in dieser Schule Platz. Bei uns in der Schule ist natürlich Fußball schon ein Schwerpunkt, aber wir haben natürlich auch andere Schwerpunkte. Angelehnt an die einzelnen Vereine, die es in Kapfenberg gibt, sind die Schwerpunkte eben bei uns Leichtathletik, Schwimmen, Basketball auch, und natürlich ein Schwerpunkt der Große ist halt der Fußball. Er zieht halt bei den Knaben am meisten, und nachdem auch hineingedrängt wird in die Mädchenbastion und immer mehr Mädchen auch zum Fußball kommen, ist das natürlich auch bei uns ein bisschen nachgerückt und gehört auch zu den Schwerpunkten. Auch die Mädchen mischen im Fußball bereits kräftig mit. Das merkte man auch bei diesem Turnier, wo 3 Mädchenmannschaften ordentlich aufgeigten. Das Niveau ist natürlich noch nicht so groß, aber sie sind mit einer ganz großen Begeisterung dabei, spielen sehr fair, und das ist eigentlich das Wichtigste bei dieser Veranstaltung. Am Ende wurde dann zusammengezählt und es wurden die Sieger bekannt gegeben. Bei den Mädchen gewann die Volksschule Dr. Scherf vor der Volksschule Kapfenbergstadt und der Volksschule Diemlach. Bei den Buben hatten die Hausherren der Volksschule Dr. Jonas die Nase vorn. Sie bezwangen die Volksschule Hafendorf im Finale im Penaltyschießen. Dritter wurde die Volksschule Kapfenbergstadt. Bravo, kann man nur sagen. Ein tolles Turnier mit tollen Gewinnern.